So, wir haben hier eine fast nicht gewinnbare Schlacht vor uns, weil ich einfach mal probieren wollte, ja, wie wir so uns behaupten können. Und momentan ist der General, unser König, ein bisschen unter Druck und wir gehen langsam die Truppen an den wichtigen Plätzen flöten. Ich hoffe es einfach, ich gewinne es irgendwie noch. Und die haben immer noch Probleme. Ist das auch der General? Das ist ein Lanzer. Okay, ein bisschen besser. Greift jetzt die mal an, bitte. So. Und die hier machen wir mal so. So, die hauen ab. Es könnte noch was werden, aber dafür muss jetzt mal unser Anteil ein bisschen nach oben. So langsam haben wir hier ein bisschen mehr Chancen. Greift die mal an. Kein Telefon momentan, bitte. Okay, haut nur ab. An, sonst kommen die auch noch dorthin. Bitte nicht. Ah, oh Mann, ich seid so Idioten. Bis hier endlich mal ich kehrt. Scheiße. Ist nicht gut. Kommt mal hier hin. Ja, von mir aus. Nicht fliehen, bitte. Jetzt wird wahrscheinlich der König bald sterben. Hier geht mal hier hin. Hier auch. Mist, 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 Mist. Wie viel Leben hat der König für uns? Eigentlich mehr als die anderen, oder? Kommt jetzt bitte in die Schüsse. Ihr nicht. Wieso reagieren die nie? Was ist denn los? Man könnte die Schlacht gewinnen, wenn die nur ein bisschen reagieren würde. Ich will einen epischen Sieg. Einen dreifachen epischen Sieg. Die anderen sind nachgeflogen, nein, die sind noch hier. Komm, bleib dran.
So. Die fliehen leider auch. Die können sich noch fangen kommen. Kann man nicht mit dem General hier am Truppen sammeln. Komm schon bitte. Dann flieht doch, ihr Narren. Ja, ihr sterbt jetzt. Die standen halt noch recht gut stand hier. Nein. Hierhin. Greift jetzt an. Komm schon. Ja, ich sei die langsamste. Kommt mal. Okay, die müsste mich mal mit dem General dann angreifen. Komm schon. Die greifen mal hier an. Ich kann das. Der König ist noch nicht tot. Wir fliehen immer noch gut. Weißt du, die Generäle können vom gegnerischen, von der KI manchmal die Truppen wieder herholen. Aber bei mir geht es nicht. Keine Ahnung, wieso oder weshalb. So, General, du hast eine Mission. Und zwar bist du müde. Erwärmt, komm schon. Wir haben es tatsächlich gewonnen. Wie geil ist die Schlacht? Wie geil ist die Schlacht? Jetzt! Die angreifen, hopp! Komm, greif dann! Was ist jetzt? Hallo, KI! Wir müssen sie vernichten, alle! Wie die fallen! Wie die fliegen! 7 auf einem Streich! Okay, die sind weg. Dann müssen wir die angreifen. Greifen wir die an. Gibt noch Geschnetzeltes. Ich kann das nicht leben. Schrecklich. Ja, früher war es ein bisschen schwerer zu lesen. Oder man ist heute ein bisschen zu verwirrt. Ja, es ist ein sehr realistischer Mod, aber dabei wurde irgendwie die KI ein bisschen vergessen, aber es liegt halt auch an Medieval 2. Aber es scheint, es wurde auch ein bisschen verbessert, aber eben
an den Orten, wo es halt ein bisschen nervt. Hast du kein Ding bekommen? Was heißt das Herz? Grün ist wahrscheinlich... Ich weiß es nicht. Ist rot einfach leer und grün ist die Anzeige, wie fit die Truppen sind oder so. Komm, noch einen. Und die anderen sind geflüchtet. Okay. Schade, meine Truppen sind zu langsam. So, fertig jetzt? Nein, schon, oder? Hallo? Ha! Fertig! Aber ein normaler Sieg. Seit wann ist das ein normaler Sieg? Also ich habe immer heroistische Sieg bekommen. Okay, ich habe ein bisschen viele Truppen verloren, aber... Das heißt ja nicht, dass... Okay, eins hab's erlangt. Sehr gut. Das heißt ja nicht, dass es... ja, für mich schlecht gelaufen ist. Der Kampf hat einfach viele Verluste gefordert. Aber das ist doch eine Schlacht, die ist besser als die von Troja, also bitte. Puh, also das war richtig gefährlich mit den Reitern von den anderen. Wahnsinn. Gefangene. Gebt mir Lösegeld. Kann ich nicht viel machen. Nee. Also das gab es ja bei Ding, glaube ich, nie. Bei Rom 1. Das hätten sie lieber so gelassen. Dass die ganze Zeit zu mir sagen, wenn ich Krieg mache, dann mögen sie mich nicht. Ich möchte einen Fernkämpfer. Nein, ich nehme die jetzt. So. Was mache ich jetzt? Bosporus. Jetzt mache ich was? Ich gehe jetzt hier hin und hole mir dann wieder Truppen. Oder sollte ich direkt belagern? Nee. Ich hau ab dann. So. Einfach nur geil. Zeig mir den Wildstraße. Da unten ist, glaube ich, nichts. Geh doch mal runter. Da ist etwas. Eleutheroi. Auf der Karte ist alles grau. Dann gehst du nächsten. Am besten hier entlang, weil da ist ja da. Erstens schon wieder. Kann ich auch mal schauen. Getai. Diese Boy, die da, die sind glaube ich weiter nördlich da. Also, Ränge der Völker, eigene Zeit. Also, das ging nicht schlecht nach oben, hä? Ist ein zweiter Platz, ja. Schaut euch mal, was wir denn für Verluste gemacht haben, wie die Runde ging. Wahnsinn. Wer geht nach oben? Eleutheroi. Und Karthago. Ja. Auch dieses, was ist das? Getta ist schlecht. Aurea Köy, das sind wahrscheinlich die im Nordosten.
Ja, die können getrost nach oben kommen, weil die haben ja keine Feinde dort oben in der Ecke. Oder noch nicht so. Schau ich mal hier kurz noch. Ja, die haben keine Feinde. Irgendwie machen die Leute zu wenig Kämpfe. Die sind immer die ganze Zeit verbündet mit anderen, also ja, verbündet, neutral, aber machen nie Krieg mit denen. Sakuruko, okay. Ja. Spawn. Okay, ist einer drin. Ja, weil hier nur Dings sind, mache ich mal hier. 8%. Wow. 55%. Ah, je. Ich muss wieder runter. Irgendwo hin, weiß ich nicht. Die zwei gehen ja jetzt runter. Mal in die Wüste. Schauen wir mal, was hier ist. Ein Spion von Seleukia. 5%. Was haben die denn für Sch Shit. Oh Mann, die bekommen viel zu schnell Erfahrung über. Oder er ist einfach schon lange im Krieg. So, und der Attentäter, der ist hier, genau. Dann möchte ich, dass du hier mal ein bisschen aufräumst. Ist hier einer von Nabatu dabei? Nee. Kann leider kein Fort bauen. Den gibt es, glaube ich, hier gar nicht. Oder die funktionieren anders. Ja. Okay, ein bisschen Zeit haben wir noch. Dann mal speichern. So. Okay, ja, man kann. Nein, 15 hin. So. Dann mal, ja, nächste Runde, oder? Kurz schauen, ob es hier noch irgendwas. Aber wir haben sowieso kein Geld mehr. Nächste Runde. Und er ist immer noch bei mir und will irgendwas machen. Von mir aus. Okay, scheinbar haben wir sie nicht angegriffen. Ich dachte, sie greifen ihn jetzt an, wenn sie können. Volljährigkeit, cool. Ich bin so böse. Was soll ich jetzt am besten machen? Soll ich noch mit ihm gehen? So. Hier mal ein paar Truppen. Lieber. Und die Truppen, die können noch nicht dorthin. Ja, lassen wir es mal kurz. Produktion ist halt jetzt runtergegangen. Bist du? Ja, natürlich in der Hauptstadt.
lassen in der Hauptstadt. Weil auch Loyalität schon wieder so cool. Truppenangriff 55. Greifen die auch genug schnell an? Und wie soll ich die dann noch oben? Ich brauche das Schiff wieder. So, aber zuerst. Die Hellenen haben gegen die Römer Krieg erklärt. Ich möchte gerne wissen, wie es aussieht da drüben. Spion hinschicken? Nee. Ich denke. Die und die. Ja. Die Römer greifen die Hellenen an, weil die so schwach sind jetzt. Oh je. Diese armen Hellenen. Ich hoffe nur, dass sie Rhodes dann nicht verlieren. Dass sie genug früh dann den, wie die Hellenen noch ein bisschen haben. Die armen Griechen, die armen Griechen. Okay, alles zu teure Sachen. Beide. Ja, jetzt. Oder. Ja, Infrastruktur. So. Du gehst nach oben. Ihr bildet hier Truppen aus. Mal Reiter. Sind zu schwach, hä? Da kann man keine Truppengebäude ausbilden. Okay, ihr, die Stadt ist bald. Ich lasse das mit den Truppen hier mal. Die greifen an oder was? Machen. Okay. Nur vier da sind. Alles so schwach. Okay. Hier könnten wir die bauen, aber die haben richtigen Unterhalt. Das ist, au, das ist au, au. Lange Sperre, nein, also mehr ist nicht das. Also im Schiff herholen, die da oben bewegen. Neutral, nein, Bündnis bringt nichts. Karteninformation. Ja, was soll ich euch geben?
Ich habe aber gar keine Karteninformation. Geht das nicht? Ich will doch gar. Hallo? Verbuggt? Ich möchte Karteninformation. Wo ist Karteninformation? Geht das nicht? Hallo? Frechheit. Ich werde euch angreifen. Ich werde euch genug früh zermanschen. Oder haben die gar noch nichts in den. Vielleicht haben sie ja gar nicht erkundet. Vielleicht haben sie keinen Diplomaten, der wissen durch die Lande reist. Keine Ahnung. Warum habe ich nie Karteninformationen gemacht? Das einfach mal ausprobiert. Weil ich lieber selber erkunde mit dem Spionen. Für das sind die Spione eigentlich auch da. Palava, Hellenen, Bosporitei. Ich muss leider hier. Sechzehn. Einfach mal so kurz probieren. Den Trade. Gleich mal einer, denn das Reich schwächt. Und schauen wir mal hier runter. Und den Spion habe ich leider wieder nicht. Darum nehme ich den Spion hier runter. Und den Attentäter brauche ich auch. Tut mir leid, du nervst. Er nervt sich. Er nervt sich jetzt. Also das ganze Reich nervt sich jetzt. Ich bin so eine fiese Schlange. Oh Gott. Nein, es reicht einfach. Irgendwann mal ist Schluss mit dem ganzen Durchsuchen von meinen Akten. Nein, einfach Diplomaten. Wahnsinn. Von der KI. So, wir haben noch ein bisschen Geld. Wir könnten noch etwas machen, aber. Wo und was? Ja, okay. Machen wir das nächste Mal. Ja. Okay, Dankeschön fürs Schauen. Tschüss, Leute.